Geht doch, ja. Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Entschuldigung, dass die Kamera gerade ein bisschen wackelt. Leute, ich habe euch im letzten Video leider nichts sagen können, weil ich zu sehr mit creepy Geschichten beschäftigt war. Wie dankbar ich euch dafür bin, dass diese 21 Leute auf meinem Kanal sind und sich die Videos reinziehen. Sehr vielen Dank für euer mega Support in den letzten Tagen. Ich weiß es sehr zu schätzen und ich hoffe, ihr wisst meine Videos auch irgendwie zu schätzen. Boom! Aber wie ihr sicher schon herausgefunden habt, Entschuldigung wegen der wenigen Hintergrunddeko, geht's heute um die gelbe Familie. Gelb, gut, günstig, Yellow Strom, Halsmaul. Auf jeden Fall, heute geht's mal um die gelbe Familie, die Simpsons. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem 5-Fakten-Video über sie und Peace! Fakt Nummer 5. Der Synchronsprecher von Homer Simpson, also ihm hier drüben, ich kann jetzt nicht so gut, ja hier, der Synchronsprecher von ihm ist Norbert Gastel, der schon seit 26 Jahren Homertainment geleistet hat, ich bin jetzt eher gesagt wie ProSieben, und auf jeden Fall Homer Gastel. Norbert Gastel hat 26 Jahre Homers Stimme gesprochen im Deutschen und jetzt ist ein neuer Synchronsprecher dran, ein jüngerer, und ich muss erst nochmal den Namen herausfinden, dann werden wir es wahrscheinlich in einem Teil 2 herausfinden. Fakt Nummer 4 ist auf jeden Fall, die Simpsons gibt es jetzt bereits über 25 Jahre und sie sind damit die am längsten laufende Serie in den USA, zumindest in Richtung Zeichentrick. Fakt Nummer 3. Ich sag das immer so richtig gerne. 3. Ich mag das. Ich mag das wirklich. Auf jeden Fall, Leute, die Simpsons, dort gibt es noch einen Fakt, die Simpsons hatten bis jetzt schon über 500 Folgen. Stellt euch das mal vor, über 500 Folgen. Wie krass drauf müssen die sein. Hier, hier und hier unten, wo die ein bisschen Familienmomentlein, meine lieben Freunde. Okay, das war jetzt irgendwie ein bisschen schräg. Auf jeden Fall, Leute, ich sag ständig Platz, wisst ihr nämlich warum? Weil ich ständig an das letzte Video denke und dann, okay, alles klar. Fakt Nummer 2 auf der Liste, wir sind fast am Ende, ist Matt Groening ist der Erfinder von den Simpsons. Ich nenne ihn gern Matt Groening, weil mir der Name so gefällt. Manche nennen ihn auch Matt Groening, manche nennen ihn Matt Groening. Ist egal, wie man ihn nennt. Der Name ist auf jeden Fall astrein. Und dieser Typ hat die hier erfunden. Also, was braucht man mehr? Und ich will jetzt nicht zu sehr anstarren. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, Fakt Nummer 1, den wahrscheinlich jeder von euch kennt, der Simpsons ist auf jeden Fall, dass sie gelb sind, aber nicht nur, weil sie gelb sind. Sie sind nicht nur gelb, weil sie halt gelb sind, sondern es hat einen Grund. Und zwar hat das den Grund, dass wenn die Leute zwischen den Sendungen hin und her switchen und nicht wissen, was sie gucken sollen, sollen die lieben Simpsons hier Aufmerksamkeit erregen. Jo Leute, ich hoffe, das Video heute am Donnerstag hat euch gefallen. Ich muss in diesem Video nochmal sagen, Gott sei Dank ist morgen Freitag. Und dann ist wieder Samstag, dann ist wieder Wochenende und dann am Dienstag gibt's wieder ein neues Video, Leute. Übrigens, diese Fakten musste ich gar nicht herausfinden, weil ich bin ein kompletter Simpsons-Fan. Ich bin ein totaler Simpsons-Fanatic. Ich habe jede Folge mindestens schon 1000 Mal gesehen. Nein, Spaß, aber ich kenne jede Folge richtig, richtig gut. Manchmal ist es auch scheiße, weil du kennst den Ablauf einfach nicht. Ich hoffe, dieses Faktenvideo hat euch wie immer gefallen. Warte, wir hatten jetzt so ein bisschen wenig, wie nennt man das? Special Effects, richtig, Leute? Lass uns doch noch einmal hören, was die Leute von ApoRed denken. Hey, da drüben ist ein ApoRed-Fan! Upsi, schwupsi. Nein, Spaß, Leute, ich habe natürlich nichts gegen ApoRed. Sorry, auf jeden Fall, deswegen, es muss da einfach sein. Ich werde nie wieder in irgendeinem Video ApoRed irgendwie so ein bisschen schlecht machen. Sorry, Leute, war nur ein kleiner Joke, versteht's bitte nicht falsch. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace! Wisst ihr, eigentlich ist die Kamera voll scheiße. Kamera, du willst mich doch jetzt nicht im Stich lassen, sonst lasse ich den Kampfjet auf dich los. Okay, gut, Dankeschön.